Die Suchtprävention. Ein Thema, das aktueller denn je ist. Gerade in einer Zeit, in der junge Menschen mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert sind, gewinnt die Präventionsarbeit an Bedeutung. Die neue Wanderausstellung gestern heute Morgen, die vom Präventionszentrum der SIT Suchthilfe in Thüringen GmbH entwickelt wurde, zeigt eindrucksvoll, wie sich die Prävention über die Jahre entwickelt hat und welche innovativen Ansätze heute verfolgt werden. Zur Eröffnung der Ausstellung am 9. August 2024 kamen zahlreiche Vertreter aus Politik und Sozialarbeit in der Alten Spielothek in der Öleber Straße Gotha zusammen, um die Bedeutung dieses Projekts zu unterstreichen. Ein zentraler Punkt in den Reden war der nachhaltige Wert der Präventionsarbeit und die Verantwortung, die damit einhergeht. Landrat Onno Eckert betonte in seiner Rede die Notwendigkeit der Präventionsarbeit und hob hervor, dass die Prävention nicht nur eine vorbeugende Maßnahme sei, sondern auch eine tiefergehende Begleitung erfordere. Ich wünsche Ihnen allen, dass diese Ausstellung gut besucht wird, dass die Kinder und Jugendlichen herausgehen und der ein oder andere, egal ob er es sagt oder nicht, vielleicht mit dem Risiko von Süchten etwas gemindert herausgeht. Und ich hoffe, dass das auch die Nachhaltigkeit hat, dass vielleicht, nee, hoffentlich, der ein oder andere weniger in der Sucht- und Drogenberatung landet, der ein oder andere weniger im Bereich der Führerscheinstelle irgendwelche Sperrvermerke bekommen muss und der ein oder andere weniger dafür sorgt, dass sich Eltern, Freunde, Verwandte Sorgen machen, wie man denn Kinder und Jugendliche auf der richtigen Bahn hält oder sie wieder dorthin bekommt. Ihre Arbeit ist natürlich eine, die ohnehin notwendig ist, die auch wahrgenommen wird und die aber häufig natürlich nicht so ganz viel wahrnehmbar ist und so ganz sichtbar ist für die Betroffenen sicherlich, und es ist auch umso besser, wenn es zu den Kontakten kommt. Aber auch das Thema wahrnehmbar zu machen ist etwas, was ganz unheimlich wichtig ist, und ich kann mich erinnern, vor 6 Jahren beim Revolution Training habe ich gesagt, ich würde mich freuen, wenn das jede Klasse durch diesen Revolution Training geht, weil ich damals gemerkt habe, vor 6 Jahren, dass ein ganz kleines Kind, wo ich mir jedenfalls um Sucht und Drogen noch nicht Sorgen machen musste, trotzdem merkte, wie das Vaterherz sagte, Mensch, das ist eine Sorge, die da geweckt wird, die irgendwie tief sitzt. Die Welt ist nicht voller Blümchen, das weiß ich auch. Es wird nicht so gelingen, dass wir ganz bei Null sein werden. Und bei all denen, wo es nicht ganz geklappt hat, wünsche ich Ihnen gutes Gelingen, dass wir den Menschen helfen, wenn sie Hilfe brauchen. Herzlichen Dank. Die Ausstellung bietet einen einzigartigen Einblick in die Entwicklung der Suchtprävention und setzt dabei einen besonderen Fokus auf Resilienz, die Fähigkeit, mit Schwierigkeiten und Belastungen umzugehen. Das Ziel der Ausstellung ist es erstmal, einen geschichtlichen Abriss über die Suchtprävention im Allgemeinen zu bringen. Also wie ist sie entstanden? Wann überhaupt? Es ist noch ein sehr junges Feld, die Suchtprävention im Allgemeinen. Aber was gibt es halt schon oder gab es schon vor 100 Jahren für Maßnahmen, die man vielleicht heute der Suchtprävention zuordnen könnte? Da wird der geschichtliche Abriss gemacht von quasi dem Reinheitsgebot beispielsweise im Bier, könnte man theoretisch schon als eine Maßnahme sehen, dass Menschen nicht so schnell einem Risiko verfallen, sich zu vergiften, ist das eine Beispiel, bis zur heutigen Zeit einfach, wie sich die Suchtprävention entwickelt hat. Und andererseits wird der Schwerpunkt auf die Resilienz gelegt. Ein besonderes Highlight der Ausstellung ist das interaktive Konzept, das speziell für junge Menschen entwickelt wurde. Unter dem Motto Re-Party, wir feiern das Leben, werden die Besucherinnen und Besucher in die Welt des verantwortungsbewussten Feierns eingeführt. Mit spielerischen Elementen wie einem Bierpong-Spiel und der Atmosphäre einer alten Spielothek wird ein realistisches Bild vermittelt. Also wir bewegen uns hier oder befinden uns hier in einer alten Spielothek, und wir hatten tatsächlich am Anfang die Überlegung, wohin geht man mit dieser Ausstellung, und wir hatten erst an Jugendclubs gedacht, und das hat aber nicht so richtig funktioniert, auch aufgrund der Dauer, die Ausstellung ja hier sein soll, und tatsächlich sind wir dann irgendwann auf diese leerstehende Spielothek auch gekommen und haben dann hier angefragt. Und tatsächlich finde ich, das ist das passende Ambiente. Es geht ein bisschen um die Möglichkeit einer Party-Location auch mit darzustellen, auch wenn das vielleicht nicht das Modernste ist, aber das Flair und das Feeling, was der Raum auch vermittelt, der greift das, glaube ich, nochmal ganz anders auf, als wenn diese Ausstellung jetzt irgendwo an einem sterilen Ort wäre, sondern so auch ein bisschen den, naja, ich sag mal so altbackenen Charme, den es trotzdem auch mit sich bringt, der ist, glaube ich, für viele Jugendliche auch ganz anders greifbar. Und auch ein bisschen das schummerige Licht, ein bisschen die Disco-Beleuchtung, all das, was mir dazugehört, vermittelt, glaube ich, sehr stark diesen Charme, um den es auch bei einer Ausstellung gehen soll. Und es erleichtert, glaube ich, auch besser reinzukommen in die Ausstellung und halt nicht nur zu sagen, das sind Ausstellungsteile, schauen Sie sich die an, lesen Sie sich die durch, sondern tatsächlich, man kann anders einsteigen und man hat, glaube ich, ein ganz anderes Feeling. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es heute ja schon hier gesehen habe, ich glaube, das Feeling spricht für sich.
Die Wanderausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt, das von verschiedenen Institutionen unterstützt wird. Besonders wichtig war den Organisatoren die Einbindung der Schulsozialarbeit, da diese einen direkten Zugang zu den Jugendlichen hat und so nachhaltig präventiv wirken kann. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass da Schulsozialarbeiter an den Schulen sind, um auch zu dem Thema zu arbeiten, weil Lehrer haben gar nicht die Zeit, die Kapazitäten und auch gar nicht das Wissen dazu, das umzusetzen. Auch Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner unterstrich in ihrer persönlichen Videobotschaft die gesellschaftliche Verantwortung, die mit der Prävention von Sucht einhergeht. Sie erinnerte daran, dass das bloße Wissen um die Gefahren nicht ausreicht. Es braucht innovative Ansätze wie diese Ausstellung, um wirklich etwas zu bewirken. Lange Zeit stand das Thema des Verbotes und der Abschreckung im Mittelpunkt. Und gerade beim Thema Cannabis beispielsweise kann man sehen, dass das eben wenig nützt. Die Gesundheitsministerin ging auch auf die volkswirtschaftlichen Folgen des Alkoholmissbrauchs ein und hob die Notwendigkeit hervor, Prävention mit einer breiten Wissensvermittlung zu verbinden. Aber wir wissen auch um den hohen volkswirtschaftlichen Schaden, der durch übermäßigen Alkoholmissbrauch denn daraus resultiert. Der ist immerhin bei 57 Millionen Euro. Das wurde erst kürzlich berechnet. Diese Zahlen verdeutlichen die Dringlichkeit effektiver Präventionsmaßnahmen. In diesem Kontext wird deutlich, dass jede noch so kleine Unterstützung in der Suchtprävention von Bedeutung ist. Bis zum 30. Oktober haben Schulklassen, Lehr- und Fachkräfte sowie alle diejenigen, die sich für diese Themen interessieren, die Möglichkeit, die Ausstellung in der Alten Spielothek Gotha zu besuchen. Und ich weiß auch, dass es oftmals natürlich auch sehr steinige Wege sind und häufig auch erfolglose Wege. Das gehört in dem Themenbereich an der einen oder anderen Stelle auch dazu. Und ich will aber trotzdem den Dank auch damit verknüpfen, dass jeder Einzelne, dem ein bisschen geholfen wird, es wert ist, diese Arbeit und diese Lasten auf sich zu nehmen. Jeder Beitrag zur Prävention ist entscheidend, um sowohl individuelle Lebenslagen zu verbessern, als auch größere gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen.